Und da sind wir bei einer weiteren Seafan-Mission. The Spear of Destiny. Ja. Wer den Vorgänger dieser Mission noch nicht gesehen haben sollte, auf jeden Fall The Librarian, verdammt, angucken. Das ist nämlich die jetzt hier die Fortsetzung dazu. Und wir gehen rein. So, the mechanist is, do have the Spear of Destiny. Go find out what they are up to with it. Surely no good. Ja, und 2000 Loot sammeln. Und das scheint alles gewesen zu sein. Also hart 3000, Experte 4800. Ja, bei der letzten Mission war es ja so, wir wollten ja den Spear of Destiny am Ende holen. Erstmal mussten wir herausfinden, was mit dem auf sich hat und alles. Mussten verdammt viele Puzzles lösen. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Mechanisten einfach ein Loch in die Wand gebohrt haben und sich den dann geschnappt haben. Weißt du, alles umsonst gewesen. Und jetzt holen wir uns von den Mechanisten zurück. Das kann ja lustig werden. Ach, wir sind immer noch in dem Raum. So, Garrett, once again, it is up to you to save the world. Follow the mechanists to their secret hideout and prevent them from activating the Spear of Destiny. Garrett, the destiny of mankind is once again in your hands. Wie immer. So, wir haben zwei Dietriche, zwei Heiltränke. Meine ganzen Sachen, die ich vorher hatte, sind alle weg. Fire Arrows, Moss Arrows und 10 Seilpfeile. Warum ist hier nur noch ein abgetrennter Arm? Hier waren doch eigentlich viel, viel mehr Leichen. Ich höre hier heute rumlaufen. Aber das könnte noch von dem Level davor sein. Sehr viel Loot, was wir brauchen. Oh, das sind komische Outfits. Ja, die sind hier einfach durch die Wand gebrochen. Na, dann wollen wir mal. Eine Karte haben wir natürlich nicht. Und hier zieht sich eine Blutspur. Ja, eine Mechanisten-Mission. Freue ich mich überhaupt nicht drauf. Okay. Oh. Was ist das denn? Die sehen ja seltsam aus. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Der Fahrstuhl sieht auch interessant aus. Day 7. Diary. I hate it. I don't know, is me here and watch down there. Was ist das hier von den Typen, der hier rumläuft? Ein Tagebuch. Okay, hier kann man sich verstecken. Das ist ein Mechanist. Aber warum sieht der so anders aus? Die sehen wirklich anders aus. Ist das hier Ausgrabungsstätte-Outfit? Kommt ins Licht, damit ich euch sehen kann. Auch die Priester sehen anders aus. Schmutzige und unheilvolle Brut. Weiter nichts. Der hat auch keinen Schlüssel. Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Hat meine Sinne getäuscht? Spielten mir die Trommeln in meinem Ohr einen Streich? Das ist the old compound. In meinem Ohr hörte ich Blätter. Was ist das hier? Doch, das ist nun vorüber. Scheint hier immer noch ein Teil der Ruin zu sein. Ich muss hier gerade dauerhaft speichern. Im Namen oh, scheiße. Karas. Ist da jemand? Ergebt euch! Guten Tag. Sofort! Okay, das heißt, ich muss warten, bis der wieder weg ist. Hm. Wer das wohl gemeißelt hat? Seid ihr es, Bruder? Nein. Oh, guck mal hier, so eine Art Grabgräber. In der Wand eingebettet. Das sieht nach einer Falle aus. Alles Gräber. Das hier sieht nach einem Secret aus.
Oh, das ist nur der Schatten. Oh nein, der hat sogar einen Spezialhelm. Komme ich natürlich nicht ran. Muss ich das Buch lesen? Kommt ins Licht, damit ich euch sehen kann. Alles ist durch. Gelobt sei der. Strange of a Pleasant Leader, act somewhat paranoid when it comes to the guarded of these scripts. Finds the Spear of Destiny. There must be hidden loot there here somewhere. Check out the guarded area. Okay, das heißt, ich soll jetzt nach das auch noch suchen. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Ich guck mal, wo der hinführt. Okay, ich würde jetzt meinen, das ist wahrscheinlich... Das ist ein neuer... Das ist der Komplex. Okay. Wir sollen aber erstmal hier das Secret finden. Bin ich hier safe? Okay, Secret, 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 Secret. Wenn ich ein Secret wäre, wo wäre ich dann? Vielleicht hier. Das sieht echt cool aus, die Fackeln. Jetzt verstehe ich aber, warum die Mission so platzverbrauchend ist. Liegt daran, dass die sehr viel Texturen hat. Und einen Soundtrack natürlich. Hat man ja schon im Menü gehört. Also eine geballte Ladung an neuen Sachen. Gut, dann gehen wir mal da hinten lang. Die wahrscheinlich Sackgasse. Hey, Schraube. Bist du's? Hey, Schraube. Der Wind findet heute Nacht keine Ruhe. Okay. Aha. There must be a guard posted here all times. And only the workers here. Okay. Wir brauchen ein Key. Du hast kein Key. Das ist, du hast ein Key. Oh, mit kleinen Minis jagen. Obwohl, ne, eigentlich ist das nicht lustig. Wer schleicht hier herum? Heraus mit euch! Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell weg. Wieso? Der Erbauer wird mich zu euch führen, Eindringling. Ist die wieder okay? Okay, aber das ist doch kein versteckter Schatz. Oder warte mal. Ja, a hidden loot hier. Das ist aber nicht hidden. Das ist ziemlich auffällig hier. Zurzeit habe ich echt Probleme, hier auf so ein Ding zu rutschen. Die Stimme.
Stille ist zurückgekehrt. Ah, okay, sie hat sich wieder. Gelobt sei der Erbauer. Leicht nicht länger herum, sondern zeigt euch elender Strafdieb. So, da kommt ihr nicht rein. Ah, habe mich vermutlich geirrt. Die Schatten können eure Feigheit nicht verbergen. Kannst hier nicht reinkommen. Der Wind spielte mir einen Streich. Ist hier irgendwo ein Secret? Scheint nichts zu sein. Oh, ja, ja, ich bin doof. Ich könnte die aber hier einsperren. Huren. Und neuer Versuch. Ist da jemand? Kriege ich sie vielleicht alle da rein? Das ist stimmt. Sprecht, wenn ihr etwas gesehen habt, Bruder. Diebe! Hey! Wow! Lasst uns das Unkraut hier! Ich finde, werde ich euch zerquetschen. Das Lachen wird euch entgehen, wenn meine Brüder euch verleiten! So, und jetzt noch den. Komm schon! Hey du, Pappenheimer! Ich finde euch verlassen. Ihr könnt halt nicht verbergen. Dich stelle ich. Ich werde euch zermalmen! Die stecke ich da rein. Ölt eure Zahnräder, Bruder. Ein Dieb treibt hier sein Unwesen. Hey, du! Penner! Als hätten die Schatten ihn verschluckt. Bist du doof? Der ist doof, oder? Na, endlich. Ich höre euer Angst. Noch lacht Krieche! Wow! Das war nicht so geplant. Vielleicht solltet ihr doch den großen Raum nehmen. Ich habe die Zahnräder, Bruder. Ein Dieb treibt hier sein Unwesen. Hey. Na, geht doch. Versteckt euch nur. Früher oder später finde ich euch. Noch lachen wir! Doch schon bald werdet ihr schreien! Ah. Ich werde euch zermalmen! Aber hier drinnen wäre viel cooler. Warte mal. Der Gestank des Bösen wird euch verraten. Ich werde mich zu euch führen, Eindringling. Karas steht mir bei, Heide. Er war eben noch hier. Und jetzt ist dieser moosfressende Dieb verschwunden. Ey, du Penner. Kommt heraus und ergebt euch. Geht doch. Ich seid verflucht. Nieder mit allem Bösen. So. Kämpft an meiner Seite, Brüder. Wo ist denn nur verschwunden? Steht mir bei im Kampf, meine Brüder. Okay, dann wollen wir mal den Kommt aus den Schatten hervor. Secret finden. Oh, ich dachte hier, ich hatte da. Es sah so aus, als wäre dahinter jetzt was gewesen. Warte mal. Da war definitiv nichts dahinter, oder? Nee. Dann ist hier hinten auch nichts. Da ist ein Schalter. Kommt heraus und ergebt euch. Ich hätte beinahe einen fetten Fehler gemacht. Oh, kann ich sogar wieder zumachen. Oh, wo komme ich denn jetzt hin? What are you doing here? Go away. There's nothing to get here. Go away and forget that you ever were here. Go away and only hope you never... Cavil. Wow. Ich glaube, ich habe einen schönen Schatz gefunden. Ich will da rein! Was ist das denn hier? Wow. Okay.
Ja, ja, okay. Das haben wir erledigt. Ich liebe es, die Gegner einzusperren. Ich bin bereit. Wer ist da? Wie er nicht da rauskommt. Und die auch nicht. Ja, das Traurige ist, es bringt mir in der Zukunft hier nichts, weil ich muss ja hier nicht wieder runter. Ich muss ja jetzt nur nach oben. Das hat einige Zeit in Anspruch genommen. Okay, wir gehen auch nicht in die Kathedrale rein. Wir gucken uns jetzt natürlich erstmal außen um. Ob ich irgendwas hier finde. Hier ist ein großes Tor. Wäre auch ein Weg hinein. Ist das eine Tür? Eine Art Fenster wahrscheinlich. Ich habe etwas gehört. Ist hier Glücksmünzis? Keine Glücksmünzis. Das war knapp. Gehört das noch zum... Das ist wieder aber anders. Das muss ja eine richtige Stadt sein. Guck. Guck mal, hier ist ja auch noch Gebiet. Von vorne in den Sack geklaut. Okay, hier sind nur Apples. Dann ist da hinten eine also dann geht es da hinten nicht weiter, aber das sieht auch cool aus. Ein schöner Mechanistenkomplex. Und hier irgendwo wird das Bier of Destiny sein. Irgendwo. Mausoleumsschlüssel. Das ist alles sehr schön gestaltet. Also, ich finde, hier hat jemand sein Handwerk wohl gekannt. Na, geh doch rein. So. Irgendwas sagt mir, dass hier irgendwie eine Falle ist. Ich könnte den Typen hier übrigens auch einsperren wieder. Gucken wir mal gleich hinter den Särgen. Und eine Halskette hat er auch gehabt. Wir brauchen ja verdammt viel Loot in dieser Mission. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier einsperren sollte. Warte mal, da ist was. Here lies the remains of beloved leader Karas. May your gears run in sync with the builder forever. Karas liegt hier. Karas. Da wird doch bestimmt hier irgendwas sein. Kein Schalter oder sowas. Da oben? Nee. Haben sie ihn extra ein Grab. Aber mit wem liegt der hier unten? Also das ist ja nicht nur für Karas. Karas ist der Leader gewesen. Und mit wem liegt der hier im Mausoleum? Das ist sehr strange. Ihr seid entdeckt. Wer seid ihr, Schurke? Komm schon. Sperr sie alle ein hier. Ich hoffe nur, dass hier kein Secret ist. Das wäre natürlich ärgerlich. So, gut, der ist auch erstmal weggesperrt. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Ich dachte, ich könnte einfach hochklettern. Mal den Friedhof noch in Ruhe angucken. Okay. Wie gesagt, wir haben verdammt viele Wege hinein.
Todes? Oh, da ist ein... Ich habe gar nicht den Mechanisten, man hier sehen. Alles, was zur Enthüllung bestimmt ist. Mir die Trommeln in meinen Ohren. Wer stört meine Wache? Oh, shit. Was ist denn heute... Was ist denn zurzeit los? Irgendwie kann ich nicht mehr richtig schleichen. Die Fliesen, die wollen nicht so richtig. Da liegt was. Was ist das denn? Mimis Ring? Okay. Wird das eine Sidequest sein vielleicht? Okay, gehen wir mal in das Gebäude hier rein. Hallo, ist jemand zu Hause? Schönes Bild. Hm, da brodelt was. Wasserpfeil. Oder ein Wasserkristall. Die Pfeile haben wir ja. Die Kristalle kann man ja auch für andere Sachen nehmen. Okay. I feel so bad I lost the ring, sweet Rodolfo gave me. Aha, hier, sie war's. I thought there could it be. I see Rodolfo staring at me. I try to hide my hands so you won't see my ring missing. How could this be gone? I wear it all the time. Last week I've been on water duty all the time. Ja, ja, das ist der Hinweis. Und wenn ich den jetzt einmal hier zurückbringe. Was ist das denn? Bonus. And so they lived happily ever after. Hä? Oder das ist Musik, was ich abgespielt habe? Und den Loot nehme ich natürlich mit. Das ist... Okay. Okay. Ich hab's verstanden und sie lebten. Oh. Was? Boheme? Oh. La Boheme. Oh, Secret Safety? Jetzt muss ich nur noch den Secret Safe finden. Kann ich das auch wieder ausschalten? Oh, danke. Echt dahinter? Nee, ich glaube, dahinter ist nichts. I don't know what to do. My Mimi... Ah, das ist der Rodolfo. Rodolfo. My Mimi is the one in apple of my eye. Lady, she is behaving as to so strange as if she is avoiding me. And she is trying to hide it. Achso, ja, ja, ja. Sie will den Ring nicht zeigen, dass sie den Ring verloren hat. It is over. Is there another? Can't believe it. But I'm so afraid to ask. I'm desperate. Okay, das ist der arme Rodolfo. Aber er hat den guten Rodolfo, der dafür, dass ich deiner Liebsten den Ring wieder beschafft habe, dafür kriege ich jetzt natürlich Cash. So, wo ist denn dein Secret Safe? Warte mal, lag da sein Kopf auf der anderen Seite? Ne, er guckt nach oben, okay. Ich hatte erst gedacht, er guckt so zur Seite. Das wäre lustig. Sehr interessante Schlafanimation. So, hier ist ein Balkoni. Oh, das sieht auch cool aus von hier aus. Warte mal, vielleicht nochmal. Ich freue mich schon, in dieses Anwesen reinzugehen. Hier könnte ich doch theoretisch hochklettern, oder? Nein! Ich mache mal einen Hard Save. Jetzt verstehe ich, warum die Mission so groß ist. Yay, ich kann hier hoch. Aber hier ist kein Sound, also es ist nicht gedacht, dass man hier oben ist. Was ist hier hinten? Aha, guck mal, da ist noch mehr von der Seite. Da kann ich also noch hin. Und das scheint hier nicht mehr zum spielbaren Areal zu sein.
Warte mal, da, guck mal, da ist eine Leiter. Das ist ein Secret. Okay. Da ist einfach eine Wand. Ich habe ihn aufgeweckt, okay. Na gut, dann wissen wir auf jeden Fall, im Kamin ist der safe. Dann gehen wir natürlich leise wieder runter. Wir wollen ja niemanden wecken. Moment. So, Mikrofon war nicht nah genug an mir dran. Okay, jemand schläft hier sehr gut. In einem. Warum hat die so ein Superbett? Oh, Key. Wofür der wohl sein könnte. Aha, weil da oben was ist. Habe ich den noch? Nee, der ist weg. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur noch den Kamin finden. Der Kamin ist hier in der Mitte. Aber wie komme ich da rein? Also ich weiß definitiv, dass da drinnen eine Leiter ist. So, hier ist... Der ist bearbeitet hier, der Ofen. Vielleicht doch oben? Hinter ihm vielleicht. Ja, da. Da ist es. Kitze, kitze, kitze. Das war ein bisschen zu weit. Warum? Bin ich richtig drauf? Jetzt geht doch... Ah, das ist doch so nervig. Ich hab... Warte mal, da. Da hat jemand mitgedacht. Wer ist da? Hallo. Da hat jemand wirklich mitgedacht. Nehmen wir mal kurz den Seifer wieder mit. Ich komme hier an den Seifer ran. Na gut, ich hab 10 Seifeile. Auf den einen kann ich verzichten. Ach, ich hätte auch hier reingehen können. Ah. Naja, was soll's. Ich habe auf jeden Fall den Loot geschnappt. Das Ringproblem habe ich auch gelöst. So, und jetzt gehen wir in den X-Tank. Hier werden Flaumis angepflanzt. Oh, hier ist ein Klo. Ne, hier finde ich nichts anscheinend. Das ist die hintere Seite. Ach, man hätte auch hier lang gehen können. Okay. Wie ein Kloster irgendwie aufgebaut. So, hier ist auch noch ein Weg hinein, wie es scheint. So, haben die irgendwas bei sich? Nee, wa? Okay, dann würde ich sagen, ab geht's. Hm.
Ach so, hier geht's an die Seite. Das ist bestimmt Metall hier. Was mich hier nur stört, es ist so verdammt still. Dabei könnte Spear of Destiny genauso wie sein Vorgänger echt guten Soundtrack haben. Okay, was ist. Was ist das hier? The Replicator Mark II. Place two server items in the hopper on the top of the replicator. Post a button on the side, collect your newly minted object. Ich kann hier was replizieren? Okay. Ich habe aber nichts, was sich lohnen würde. Ach, hier ist wenigstens. Oh, das ist was wert, okay. Was haben wir hier Schönes? Okay. Man kann es knacken, das ist gut. Oh, wunderschön. Gehen wir mal ins Büro rein. Was haben wir denn hier? Lass mich ein nice piece of silver. Find a way into the penthouse. A leader cover. More has it this arcane tribal things up in his penthouse. Okay, dann müssen wir in sein Penthouse hinein, wo auch immer das sein soll. Oh. Und noch ein Secret. Eigentlich bin ich gar nicht, noch nicht. Ah, warte mal. Könnte das vielleicht der Weg zum Penthouse sein? Ist ja doppelt und dreifach alles gesichert. Wow, was ist das denn hier? Bin ich denn jetzt hier landet? Ich kann das Licht auf jeden Fall ausmachen. Sales are steadily increasing. Steadily. Ich finde auch die neuen Objekte passen ganz gut. Hier sieht es doch aus, als könnte man da rein. Hier ist auch kein Schalter dahinter. Und die Tür kann man einfach öffnen. Also ich hätte gar nicht anderen Umweg gehen müssen. Naja. Dann gehen wir wieder zurück. Das Riesending da hinten, also das könnte ja auch ein Durchgang oder sowas sein. Das macht mir auch zu denken. Was, ich bin fast 2000 Loot? Wow. Also das ist gut. Okay, diese Büros sind halt connected. Ist aber wirklich ein kleiner Schreibtisch. So einen hatte ich früher auch. So einen ganz kleinen Schreibtisch. Der war furchtbar. Achso. Hier geht's höher. Mit einer Kamera. Toiletten. Der ist sogar gefliest. Der andere nicht. Was ist das denn hier? Sind das jetzt Türen? Neue Türen? Die sie vorzeigen?
so unnatürlich, dass wir sie fürchten mussten. Eine unheilige Saat, vor der wir flohen. Im Namen des großen Karas. Ist da jemand? Kommt heraus. Ich hoffe, der... Okay, er hat mich verloren. Wahrscheinlich diese kleine Schwelle hier, die hat mir ein Problem gemacht. Metallfliesen. Ich habe etwas gehört. Oh, und dann noch sehr viel Metall hier. Oh, hier haben wir einen Fahrstuhl nach unten. Na gut, wir könnten ja von oben nach unten arbeiten. Wir sind nämlich schon relativ weit oben. Das ist jetzt das Zimmerchen. Head Sales Office. Ach da. Ach, ich komme hier gar nicht hin. Sieht aus wie so eine Art Ausstellung hier an dem Bereich, wo ich gerade bin. Oh, das ist die Kapelle da unten. Security. Ah, nee. Kann ich hier rein, ohne gesehen zu werden? Wahrscheinlich nicht, oder? Hat sich dort nicht eben ein Schatten bewegt? Seid ihr es? New Gears Key System. System. Our leader, the Great Cavill, has recently introduced a new Gears Key System. Bronze Gear is added to trust member of all staff only. Access to the third floor. And all areas above. Also give access to restricted areas. Silver Gear is exclusive. Okay. Also Silber ist selten, Bronze kann mir manche Türen öffnen. Sicherlich habt ihr es ebenfalls gesehen. Main Lights on off. Zu mir. Wir haben ein Fremder herum. Au! Kann ich den... Der Wind spielt mir einen Streich. Warte mal. In meinem Ohr hörte ich Blätter rascheln. Doch, das ist nun vorüber. Das hat nicht funktioniert. Der Knopf funktioniert nicht. Ich kann ihn damit nicht... Ich kann ihn damit nicht ausschalten. Der Wind spielte mir einen Streich. Komm nicht ran. Komm schon. Komm schon. Oh, ich werde leicht sichtbar. Jetzt. So, sehr gut. Die Lichter sind ausgestellt. Aber ich würde gerne auch wissen, wie ich die Kameras oben ausstellen kann. Hier geht's nach unten. Interessant. Auf jeden Fall sind das Mechanisten nach Karas Fall. Warte mal, hier sind wir reingekommen. Dann gehen wir nach unten, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen Loot. Oh shit. Welcher Schatten trübte meinen Blick? Scheiße, 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 scheiße. Oh, ein Glück. Kein Laut. Gelobt sei der Erbauer. Geht die Tür nicht mehr zu. Ach doch, da.
Oh, hier liegt ein Sarg. The guy is toast builder. We pray. We pray you like it well done and back. And backish around the edge. Hier ist noch ein Büchlein. Was? Da waren neue Aufträge drin? You learned something important about the Spear of Destiny. Huh? Bosses, we are here to honor our dearly departed brother, Tibias. Warte mal, wenn der Toast ist, dann hat der Speer anscheinend ihn umgebracht. The builder has called our brother home to its cost down the whole temple. But such means he found his shortcut to the builder and we lost 2 days of work for it. Learn from this. You drill and electricity charge devices don't mix it in destruction. A destruction will always result. Das hat jetzt kein... Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass das irgendwas mit dem Spear of Destiny zu tun hat, aber anscheinend kann das Ding elektrische Impulse aussondern und die Leute umbringen. Das heißt, sie können das Ding auch nicht einfach so anfassen, ohne... Kommt ins Licht, damit ich euch sehen kann. Zu sterben. So. Brother Tibias. Oh. Dankeschön. Hier geht's wieder raus, oder? Hier ist ein Fahrstuhl. Ist das der Fahrstuhl? Nee, hier geht's nach unten. Wir gehen mal ganz nach unten. Das könnte der Eingang sein, den ich vorhin aufgemacht habe. Oh nein, es sind auch noch Maskenmänner. Ich dachte, die wären alle weg nach Karas Fall. Noch eine Doppeltür? Ah, hier ist der Eingang. Oh Gott. Welcher Schatten trübt denn? Wasserpfeile. Eine Schriftrolle. Oh, was ist das? Hearing Restrictions. Go to the library and connect Switch 1140s with Twitch 1141 in Master Flint's office. Was ist auf using the Drummit Machine? It is this Switch. Okay. Ich sehe jetzt nicht, was hier steht, das ist so klein. And then you will come to my office for debriefing, the mentalist. Okay, ich behalte das Ding mal. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder ein Joke ist. Alter, der schnarcht, du hast recht. Guck mal, da flackert schon die Kiste. Yay. Ey, über 2000 Loot schon. Du hast nichts mehr. Warte mal, was genau soll das deaktivieren? Was auch immer ich jetzt hier... Ah, das ist zum... Damit kann man jemanden wahrscheinlich umbringen. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Neue Foltermethoden, oder was? Haben mich meine Sinne getäuscht? Spielten mir die Tore? Oh, schade. Ich dachte, jetzt ist noch ein bisschen Loot. Mit der Kiste los.
damit ich euch sehen kann. Ihr seid entdeckt, Fremder. Oh shit. Nennt mir euch. Oder ist das nur wegen der Textur? Okay, das ist so eine Art Gefängniszelle. Nummer 3. Es gibt sogar einen Knopf dafür. Nummer 5. Scheint nicht alles gerade richtig normal zu laufen. So, art thou ready now to admit thy sins? Ha. The builder alone shall judge if I am the sinner here. Dost thou dare to deny that our leader Caval is chosen by the builder himself? Caval? That imposter? The Grand Posseur? And you and your brothers? The so-called chosen ones, lording it about with that big fat C on your uniforms and your precious gear keys on your belts. Huh. You are the misguided ones here, twisted by seductive words and the benefits you get from Caval. He really has pulled the wool over your eyes. Return to the true path of the Builder, brother. Before your soul is lost forever. So you still persist in your heretic belief. Some more time down here will bring some sense into your aberrated mind. Nicht uninteressant. Okay. Moment, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. So, okay. Help me escape from these lunatics. Please, I can reward you. I have some valuable papers and a gear hidden in the back of my cell. They're yours if you can open this door for me and help me escape. Okay, wenn die einer der wichtigen Gears hat, die wir gelesen haben, dann ist es auf jeden Fall nötig, sie rauszuholen. Okay, lock both prison guards up in another cell to assure your safety. Helps the prisoner escape. Warte mal, lock both prison guards up in another cell. Also ich soll die da einsperren. Okay, mal sehen, wie ich das hinkriege. Jetzt kann ich die Tür auch erst benutzen. Welche Libelle stört die Ruhe? Oh, die Schalter sind ja kaputt. Cell 3, 4 and 5 can't be used, because their switches are defective again. I will tell our master of electricary to fix them tomorrow. But I do the job, I can spend some time on the other side of the door in cell 2. Damit er nicht mehr pfeift. Wer ist da? Was geht hier vor? Hallo? Bei Karas! Ein Strauch! Krieche, heimtückische Kröte! Okay, wie kriege ich die da rein? Also die sind kaputt hier. Ihr werdet uns nicht mehr stören. Au! Das hat nicht funktioniert, aber er hat es als gezählt genommen. Warte mal, kann ich die irgendwie blenden? Na, ich habe auch nichts zum Blenden. Still, ich habe etwas gehört. Nummer 2. Gelobt sei der Erbauer. Wer ist da? Was war das für ein Geräusch? Was ist das? Ist sie jetzt drin, ne? Kommt heraus und ergebt euch! Seid ihr ein Feigling? Kommt heraus! Aufgewacht und aufgepasst, guter Bruder! Ein
Ein Fremder schleicht durch die Gänge. Okay, sie ist schon mal eingesperrt. Ich werde mal hier den nächsten Safe machen. Oder was machen wir mal hier? Oh. Kommt, damit ich euch töten kann. So, Nummer 3 muss ich jetzt... Also Nummer 3 funktioniert ja eigentlich nicht, oder? Ich guck nochmal. 3, 4 und can't be used. Auf ihn, Bruder! Wenn ich jetzt nochmal auf 3 drücke. Scheiße, ich muss es anders machen. Ich lade nochmal. Ich muss sie da drinnen einsperren. Es wird aber nicht einfach. Habe ich Lärmpfeile? Ich habe Lärmpfeile. Meine Anweisungen sind eindeutig. Niemand darf passieren. Was ist das? Ah, nein, jetzt habe ich einen Rope Arrow geschmissen. Ah. Okay, ich muss das richtige Timing haben. Okay, also ich kann sie mit einem... Neues Maker, kann ich so vielleicht so weglocken. Ist doch nicht so einfach. Ist halt blöd, dass es halt nur dieses paar Zellen gibt. Hat sich der Schatten eben bewegt? Anscheinend hatte ich Moos auf meinen Augen. Ist nichts zu sehen. Perfekt. Tja. Was macht ihr? Doch schon bald werdet ihr schreien. Der Bastard. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. So, jetzt kann ich dich rausholen. Nummer 1. Ich darf nur nicht mehr auf die 2 drücken. First Cable was like some new hero, a true leader, so it seemed with endless means to achieve the most wonderful things. New Gear System, das weiß ich ja schon. Oh Gott, dachte das war's. So, okay, das haben wir erledigt. Help prisoners escape. Oh, warte mal. Im Namen des Guten. Stern. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Ich muss gucken, ob ich es auch wirklich escapen lassen kann. Wo ist sie hin? Ah, sie ist auch entkommen. Sehr gut. Sie hat sich einfach in Luft aufgelöst. Damit haben wir das auch erledigt. Interessant, was man alles für Ziele hier bekommt. Ich muss sagen, ich finde das, die Mission jetzt schon richtig gut. Und wir haben Bronze Gear. So, damit können wir in den obersten Etagen, also in der dritten Etage, können wir Sachen machen. So, war ja sonst noch hier irgendwas? Naja, Namen des Erbauers. Hat da ein Kessel gezischt? So, und wir haben noch das eine Schriftstück. Da jemand drin, ne? Oh ja. Kinder des Fleisches sind ekelhaft und reizbar. Doch fürchtet euch nicht, denn Karas schuf ein Kind. Ah, ich bin jetzt ganz unten. Das beständig und wahrhaft ist. Und dieses Kind bin ich. Ist da ein Lichtschalter? Okay. Ich habe
irgendwas geöffnet. Ich habe gesehen etwas. Okay, was ist das hier? Flaumi. Hier brodelt was. Ein paar Äpfel, die abgewaschen werden mussten. Keep door closed all time. Wie komme ich da rein? War das die Tür, die ich geöffnet habe? Head Chef, Head of Housekeeping. Oh, da war es drinne. Okay, hier scheint doch nichts weiteres zu sein. Schade. Gucke mal, ob das der Schalter ist. Sehe Spuren. Ich habe nicht bestimmt. Ich habe gefunden. Keine Gefahr. Oh, Licht aus. Ich bin eifrig, denn dies ist der Wille des Erbauers. Des Erbauers. Was war das? Das hat ganz kurz gezuckt. Speichern. Liegt da oben was drin? Nee. Ich höre hier Musik. Private Study. Study, meine ich. Ah, ja, komme ich rein. Gut. Kann ja sein, dass durch die ganzen Texturen und ganzen Sachen, dass da vielleicht zu viele Sachen auf einmal gesetzt sind und das deswegen ein bisschen Laggy-Lagged macht, weil jetzt scheint es ja wieder ganz normal zu laufen. Laggy-Lagged. Ist hier irgendwas? Ein geheimer Bereich. Was ist das denn hier? Okay, das wäre ein weiterer Weg gewesen. Aber hier komme ich wieder raus. Bringt mir ja nichts. Sieht schon krass aus. Bester Name für Karas. Krassass. Ah, okay, das war schlecht. Tür habe ich geöffnet. Ah, da war doch gar nichts. Ist das nur ein weiterer Weg hier? Oh, ich höre schon wieder den Maskenmann. Okay, hier ist nur eine Toilette. Und hier ist ein Abstellraum. Ich hab eigentlich noch für Keys. Bounce-Gear. Zell-Door-Control-Key. Achso, den brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich würde natürlich gerne da lassen, wo ich einen her hatte. Ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt... Oh, hier brauche ich einen Key. Warte mal, das ist doch die Zellen hier. Kann ich den doch hier lassen. Okay, fürs Labor brauche ich auch ein Key. Hat vielleicht die Wache den Schlüssel? Nee, hat er nicht. Hier kam ich her, aber. Ja.
Basement Library. Dann gehen wir erstmal hoch. Vielleicht finde ich ja noch einen Schlüssel oben für das hier unten. Hier wird ein Gear benötigt. Oh, und hier sind Kameras. Was ist denn das? Head of Security. Ja. Wer schleicht hier herum? Ich bin der Gareth. Wenn das ein Kessel war, sollte er bald repariert werden, damit er nicht mehr pfeift. Secret Passage. Oh, könnte das der hier sein? Was hast du denn hier versteckt? Aber wenn das Security ist, dann hatte ich gedacht, dass vielleicht hier eine Kamera-Control ist oder sowas. Noch mehr Loot. Habe ich den Key noch? Secret Passage. Da wurde nur das gemeint. Was guckt er sich hier an, hier eine Wand? Ist auch cool gemacht. Echt cool gemacht. Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Kann ich das Ding wieder zumachen? Anscheinend hat er Moos auf meinen Augen. Es ist nichts zu sehen. Ah, okay. Okay, er dreht sich um, komplett um. Und was ist das hier? Administration, okay. Hier werde ich bestimmt was Wichtiges finden. Zum Beispiel Dokumente. Loot. Kein Schalter, nichts. Ah, dann mal hinter dem Banner vielleicht. Seid ihr es, Bruder? Das ist die Vordertür, okay. Oh, was ist das denn? Replicator Mark II. Hier wird sogar Werbung für das Ding gemacht. Ob ich das noch benutzen muss? Reception and Information Desk. Ist auch wieder nichts. Public Relations. Tür zu. Der kostbare Wein. City won by Jima. Wow. Das sieht schon. Sieht wahnsinnig aus. Die Zukunft. Alles, die kann man nicht bewegen, oder? Der scheint viel zu trinken. Zwei, fünf. Also wir sind schon über der Hälfte vom Loot, was wir brauchen. Wieder an die Kamera vorbei. Oh Gott. Das könnte das Fenster sein, was ich gesehen habe von außen. War ja nicht an der Vorderseite. Workshop One. Okay, hier stellen sie Sachen her. Ich speichere lieber mal. Nicht, dass die doch irgendwie funktionieren und dann, ja, bin ich am Ass. Nee, hier scheint es sonst nicht zu sein. Das ist hier einfach nur
Workshop. Ich habe etwas gehört. Oh Scheiße, ich wollte mich doch nur nach vorne lehnen. Die Ratten sollten sich einen anderen Spielplatz suchen. Okay, da geht weiter. Okay, das ist wieder ein Workshop, aber diesmal für Roboter. Hier sind auch keine Teile oder so. Wieder Toiletten. Okay. Das ist wieder ein Bronze-Gear. Control Room Security. Perfekt, damit können wir die Kameras ausstellen. Control Guest. Und das wird wahrscheinlich noch einen spezielleren Schlüssel benötigen. Lab Floor. Also die sind jetzt ausgeschaltet, denke ich mal. Kinder des Fleisches sind ekelhaft und reizend. Doch fürchtet euch nicht. Karas schuf ein Kind. Ach, jetzt sind wir eine Etage höher. Von dem einen Raum. Was ist das? Entrance to Clockworks. Kann ich es vielleicht öffnen? Braucht man einen Key dafür und wir haben keinen Key. Oh shit, da ist die Wache. Ist die Stimme des Erbauers. Sein Wort ist die Wahrheit. Der hat auch keinen Key. Hier gibt es eine Art Lager. Oh, das ist der Außenbereich. Ich habe nicht bestimmt. Und das ist das Foyer. Gott. The ancient clockwork is one of the earliest examples of mechanist. Wir sind hier noch gar nicht lang gegangen. Wir sind gleich da reingegangen. Ist echt cool gebaut, das Ganze hier. Okay, wo bin ich hier? Ein Secret. Warte mal, ist hier was versteckt? Okay. Ballermord. Okay. Das war wohl für den Arsch. Penthouse. Frage ist, wo ist das Penthouse überhaupt? Das ist hier so Sekretärdings. Ah, hier sind wir. Chapel Administration. Genau, hier kann man raus. Da kommt man nicht mehr zumachen. Da geht's auch nach draußen. Okay, dann weiß ich aber wenigstens, wo ich jetzt bin. Mehr Toiletten, oder was? Ah. Es wäre schön, wenn hier mal wenigstens ein Ring oder so liegen würde, der jemand verloren hat. So fühle ich mich sehr unbelohnt, wenn ich die ganze Zeit Toiletten absuche. Aber ja, Toiletten gibt's halt immer. Oh, das ist ja auch alles. Guck mal, da können wir genau sehen, wo wir gerade sind. So, wir gehen nochmal zurück. Ah, der hängt genau da drinne. So, jetzt können wir noch hier reingehen. Ah ne, hier geht's ja wieder raus.
viel, was dahinter ist. Moospfeile. Soll ich nochmal neu laden? Ich weiß es nicht. Das sind Balkon. Die bekommt man nicht so einfach weg. Also es gibt ein Haus, was außerhalb ist, aber das ist doch kein Penthouse. Wie gesagt, wir waren noch nicht ganz oben. Da hinten war ich auch noch nicht. Da ist der Eingang. Oh, das ist die Doppeltür. Ich glaube, da hinten kann nichts sein. Oh, ist abgeschlossen. Oh, oh, er kommt zurück. Wir wollen nichts riskieren hier. Ich habe nicht bestimmt. Keine Gefahr. Spuren. Ich habe nicht bestimmt. Ach, hier sind wir. Vom der Workshop-Bereich. Genau, hier sind wir dann rausgegangen. Vielleicht sollten wir uns hier noch mal ein bisschen umsehen. Ist da eine Wache? Ach, das war die Wache hier. Ein Geräusch. Das ist sicher wie der Erbauer selbst. Im Namen des großen Karas. Ist da jemand? Oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall ins Höher jetzt. Also noch eins höher. Also höher als jetzt. Mit einem Fahrstuhl wahrscheinlich. Headsets Office. Exhibit. Was ist das hier eigentlich hinten? Kultivator. Und Masken. Und kein Lichtschalter. Oh shit. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich mache hier auch mal wieder ein Hard Save. Oh, wir hängen ja schon über eine Stunde an dieser Mission dran. Mal kurz strecken. Noch einer? Wer ist da? Was geht hier vor? Scheiße. Ihr habt's gehört. Ich habe gar keinen Krach gemacht. Die Geduld des Erbauers ist in mir. Alles ist ruhig. Gelobt sei der Erbauer. Er hat zwar runtergezappt, aber hat keinen
kein Sound erzeugt. Du hast nichts, du bist immer nur da. Okay. Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Das sind die Erfindungen. Das ist ein riesiges Zahnrad. Wo waren denn diese blöden... Wo war denn der Fahrstuhl? Der war irgendwo an der Ecke. Hier ist der Typ. Ach, hier ist auch eine Treppe. Nimm mal die. Kameras sind ja jetzt aus. Oh Gott, das wäre auch gefährlich geworden hier. Oh, schöne Musik. The Disc in the City of Ferdinand Ledger. Oh. Voller Country hier. Sehr gemütlich. Und ich krieg bestimmt Probleme. Ist da jemand? Oh, a rare Kruppi. So viel ist gewiss. Nicht in den Gemäuern des Erbauers. Sorry, Leute, ich musste den Song ausmachen. Ich könnte da sehr viele Probleme mit YouTube kriegen. Da hinten ist ein Lichtschalter. So, perfekt. So, vorsichtig. Kein schöner Schnaps, den man hier klauen kann. Glücksspiele. Die Würfel sind was wert. Auch hier mit dem Bild so im Hintergrund. Echt cool. Kann ich das jetzt überall anhören, das Lied? The Pilot by René Melon. Wer ist da? Oh, the air is getting so filthy lately. Ich sehe wohl schon Gespenster. Ich sollte mich etwas ausruhen. Okay. Ich kann das Lied nicht mehr anmachen, oder was? Kann ich das andere Ding anmachen? Schade. Wäre lustig, wenn ich da jetzt ein anderes Lied einfach reinbringen könnte. Gut, dann lass uns hier wieder verschwinden. Das war jetzt natürlich nur für Loot. Wir sind jetzt bei 3000 angekommen. 1000 Loot noch. Warte mal. Oh, 4800. Oh, okay, da habe ich mich ein bisschen vermacht. Ich dachte, das waren so bei 4000. Na gut, das geht sogar noch höher. Music Room in Exhibitions. Huh? Neue Aufträge. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe es nur angeguckt. Mean Gene on Tour. Ach, Mean Gene of Tour. Find a recording, a rare copy. Hab ich. Was kriege ich denn hier für Ziele? Wer schleicht hier? Ah, dieser Typ. Sag mal, ist das wirklich noch... Das ist doch wie so ein Museum hier. The City of the Future. EC Sunset. Cathedra. Das sieht geil aus. Ich mag sowas. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Das kenne ich von Steampunk. Steam. Ich wusste nicht, ob es von den Künstlern ist. Wisdom and Knowledge.
Und das ist natürlich Karas, man. Du gehst bitte nicht hier rein. Oh, gut. City Angels. Das kennen wir ja schon. Concept World. Peekaboo. I see you. Peekaboo. Xenodam. Und natürlich nochmal was bisschen aus Steampunk Origin. Ja, wie gesagt, wenn da ein bisschen mehr Szene da ist, dann kennt man mal so manche Sachen noch. Ist das der Balkon, den ich gesehen habe? Ich komme da ja auch nicht rein. Hä, wie soll ich denn da reinkommen? Ich komme ja auch nicht rein. So, jetzt. Aber hier gibt's. Oh Gott, hier gibt's nichts. Noah's Ark, Steampunk Battleship, Steampunk City. Und der läuft die ganze Zeit hier im Kreise. Das ist doch wie ein Museum gemacht, ist das hier. Das ist nicht nur eine Kathedrale, das ist ja alles hier. Bei den Mechanisten hier. Und das ist ja die New Order hier anscheinend. Oh. Ist das das Musikstück hier? Das ist ja krass. Vor allem, was sie da gebaut haben dafür. Das ist, scheint hier eine Musikbühne zu sein. Ein Tanzplatz. Okay. Sind wir hier auch fertig? Meine Ohrtrommeln rosten wohl schon. Und sie geht da lang. Was ist denn da hinten? Guest Rooms. Da gab es auch Kameras. Hm, die habe ich deaktiviert, habe ich die hier. Wo läufst du lang? Ach, perfekt. Wir gehen in die andere Seite. 302. Gab es da nicht irgendwelche Probleme? Oder war es die 301? Stimmt, hier könnte ein Penthouse sein. Hier, wo die Gästeräume sind. Ah, komm schon, gib mir ein bisschen was. Ich baue noch Loot. Ein Secret. Kein Secret. Oh, ich kann ja fast in den Schrank rein. Die Karte habe ich ja immer noch nicht bekommen. Hier ist was. Okay, für ein Labor habe ich kein Key, für das Ding habe ich noch kein Key. Sei denn, der Key befindet sich hier. Naja. Anscheinend nicht. Full Facility. Oh. Hä? Was war das denn jetzt? Ich habe gesehen, was aktiviert. Habe ich die Spüle aktiviert? Das, da kam Musik raus. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Das ist eine Dusche. Aber ich komme hier auch gar nicht rein irgendwie. Naja. VIP-Lounge. Ich habe mich wohl getäuscht. Ah, ich muss irgendwie das Licht ausmachen. Hm. Ich dachte, da war was. Du, wer ist da? Sprecht.
Wenn ich auch nur eine Ratte Gemäuer sehe, machen einfach kann zu viel Kraft. Zu schreien. So, perfekt. So, habt ihr. Wohl nur Ratten. Ist ja ekelhaft. Komm, gib mir ganz viele wichtige Schlüssel. Lootbox, da haben wir's. Ist aber auch nur eine Lootbox. Mir fehlt da immer noch der Key fürs Labor. Ach, den muss ich noch finden. Okay, das war nicht sehr besonders. Ich dachte, er ist ein bisschen mehr. Oh mein Gott! Wir haben fast 4000 Loot zusammen. Okay. Das war's wert. Dann haben wir's ja gleich. 304. Könnte das vielleicht das Penthouse sein? Ich habe nämlich nicht mehr aufgepasst, was es mit den einzelnen Häusern, Wohnungen hat, auf sich hat. Okay, das war jetzt einfach nur... Penthouse war es jetzt nicht unbedingt. Ah, die ist wieder da. 305. Okay, dann gehen wir mal in die 305. Was ist hier los? Ach, das ist hier das Museumsding. Nenne ich jetzt einfach mal so. Sie kommt. Es hieß, es gibt hier auch noch eine Library oder sowas. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Also ich glaube, das hier ist wirklich nur, um Loot abzugreifen. Alles sehr schön gestaltet und man kann ja auch ein bisschen Sachen klauen, aber... Ist nicht das, was ich gesucht habe. Es fehlen noch 800 Loot. 304. Na gut, es geht ja noch höher. Im Namen des Erbauers, was war das? Das waren ja nur die Gästeräume. Oh, und hier brauche ich bestimmt... Hier brauche ich bestimmt noch ein Silver Gear, oder? Oh, Bronze funktioniert. Ach stimmt doch, für die dritte Etage sollte das Bronze benutzt werden. Huh? Was ist denn das für ein Sound immer? Da, sie hat auch ein Bronze Gear. Seid ihr es? Hä? Oh mein Gott. Warte mal, kann ich das ausschalten? Oh mein Gott. Verzeihung. Warte mal, war das jetzt ein... Ist das jetzt ein Secret Area hier? Scheint kein anderer Weg hier reinzugehen. Okay. Bin ich hier? Kein Licht. Lodge Files. Also Log Files. Warner vs. Species from. Past week, Cabot didn't show up here anymore. Since your brave workers captured the Spear of Destiny, it feels like the lost interest in this project. But where are we supposed to get new species from? Was haben die denn jetzt schon wieder gefunden? Ich will da hin. Zu ihren... Okay, hier könnte noch was drin sein. Ich habe irgendwie habe ich die aus den Sound angehabt. Aber weiß nicht, wie ich das geschafft habe.
Ich denke mal, wenn man das so privat für sich spielt, ist das bestimmt cool. Wenn du einfach so schöne Soundtracks einfach so nebenbei abspielen kannst. Das ist jetzt hier dafür. Ah, Licht kann man damit anmachen. Ja, das hätte ich gebraucht. Wir scheinen hier in einem sehr speziellen Bereich zu sein. Aha, hier ist diese Tür. Noch höher geht es. Jetzt sind wir intellektuell. Development and Orientation. Be careful. Das ist ja schöne Werbung hier. Da ist ein Typ drin. Oh, da kriege ich hier voll Gehirnwäsche anscheinend. You are... obsolete. Im Namen des großen Karras. Ist da jemand? Vor allem im Namen des großen Karras. Karras ist dead. Ich brauche jetzt nur... Warte mal, vielleicht... Ah nee, warte mal, das war eine normale Tür. Ich habe gerade überlegt, vielleicht kann man mit der Silver Gear das Labor öffnen. Liberty Control. Hier scheint auch nichts zu sein. Oh. Lieber Licht ausmachen. Wenn die mich sehen, dann schießen die sofort auf mich. Oh, was passiert hier jetzt? Da liegt jemand auf dem Tisch. Was ist da passiert? The tutorial is the newest prototype in my search for recreating life. My Deus Ex Machina Mark II. Using device simple. Place a species on the platform on the left. Place the worker prototype on the platform on the right. Use the lever. Ist das jetzt quasi... Der ist jetzt quasi ein richtiger Transformer. Also da ist jetzt der Verstand eines Arbeiters. Das ist ja krass. Und ich dachte, das wird nicht mehr abgefahren, na hier. Oh, das ist jetzt wieder so eine Art. Ach, das geht jetzt hier hin. Da oben ist einer. Ich glaube nicht schlau, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich wurde erschaffen von Karras und gesorgt. Keine Berechtigung. Oh shit. Au! Mann, ich hab's. Irgendwas ist los. Die letzten Fanmissionen hat. Kann es sein, dass vielleicht durch die Patches Garrett nicht mehr so gut schleichen kann auf Fliesen? Das ist echt schwerer geworden. Hat er einen Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Hallo! Zeigt euch! Vermutlich habe ich mich getäuscht. Ich glaube, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Da geht's nach oben. Hat sich der Schatten eben bewegt? Die Ratten sollten sich einen anderen Spielplatz suchen. So eine Schräge ist echt gemein. Aber ich glaube, das ist nur der Beobachtungsbereich hier. Oh. Silber oder Bronze? Komm schon. Bronze. Du
Office of the... Was auch immer. Oh, das sieht sehr nach System Shock aus hier. Auch sehr steampunkig. Hier muss doch was sein. Kann doch nicht sein, dass man hier nur... Schön, dass man auch die Lüftung hört. Ich weiß nicht wieso, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Es gibt so schöne Räume und dann ist hier nichts. Gehen wir mal in den anderen Raum. Okay, das ist schon besser gesichert hier. Mal gucken wir mal hier rein. Wo habt ihr nur den Spear of Destiny versteckt? Und kann ich ihn einfach so nehmen? Wobei, die haben ihn ja auch genommen. Auch wenn viele Opfer das, sehr viele Opfer gegeben hat. Was ist das denn? A useful piece of silver. Kann das vielleicht für die Maschine sein? Warte mal. Man kann ihn benutzen. Ein Silver Gear. Ich kann einen Silver Gear reproduzieren. Jetzt weiß ich, wofür ich die Maschine brauche. Jetzt wird alles klar. Dann kam ein Ochse. Kann ich... Genau, und ich kann die Bronze Gears auch fallen lassen. Das Fleisch, es ist unvollkommen. Es ist okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Nee, hä? Hier geht's auch runter? Ich hab zwei Treppen. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Oh, ich höre eine Kamera. Wo bin ich denn hier? Hinter den Kulissen oder was? Aha. Das ist ja krass. Ah, die Lounge. Ach, das war das. Das Versteck. Was ist das für ein Geräusch, das Leiden mich ruft? Hä? Jetzt geh doch da ran. Die Geduld des Erbauers ist in mir. Die Leiter war vorher aber nicht da. Ja, endlich. Das ist der reine Raum da bei dem Security-Typ. So, hier kam ich her. Und hier ist irgendwo eine Kamera. Hier ist nichts. Oh Gott, da ist eine Kamera. Oh Gott. Und hier brauche ich bestimmt ein Silver Gear, oder? Okay, das Ding kann ich austricksen, das ist kein Problem. Okay. Gab es noch eine Tür mit einem Silver Gear? Ich mir überlege gerade, es gab doch noch eine Tür, oder?
Librarian Key. Aber ich hatte noch. Mm-hmm. War das die Librarian? Mm-hmm. Buried Chamber. Mm-hmm. Guckst du dir da an? Ich muss hier nochmal reingucken, sorry. Ohne Fleisch und deshalb vollkommen. So, jetzt gehen wir hier rein. Es ist eine Art Fahrstuhl oder sowas. Wo der wohl jetzt hinführt. Und der führt wahrscheinlich noch ins Höher, oder? Ah, das ist auch Silber. Ich habe da irgendwas gehört. Ach, hier schläft jemand. Oh, ist das der Obermotz? Ist das Cable? Gut, sehr. Nee, das sind Baracken. Okay, so langsam kommen wir näher und näher. Ich weiß immer noch nicht, wo das Penthouse sein soll. Obwohl ich hier schon einen Haufen Räume gefunden habe. Das sind doch keine Mechanisten hier. Doch, sind Mechanisten. Heilentrank. Im Namen des großen Karas. Ist da jemand? Alter. Das war wohl nur der süße Klang eines Küsses. Wasserpfeile. Hier sind auch Kameras. Ah, Private Chambers. Dafür habe ich den Key bekommen. Das riecht doch wieder nach Secret. Oh. Secret. Oh, wir haben das Loot-Ziel erfüllt. Juhu! Einer der schweren Sachen. Also, naja. Es ging eigentlich. Oh. Irgendjemand hat da. Er hat jemanden verloren. Das ging jetzt ganz komisch noch auf. I've been wrong all this years, sweet Floretta. Has shown me the way. She has melted my hair and my heart of cold iron and made me human. I must find a way to see her again. It will not be easy. We are both at great risk. She being a pagan and I... Well, I'm no longer the mechanist creature. But I must keep this false faith until I can safely arrange passage for us both away from here. It is almost done. Everything is in readiness. In a few days, the ship will arrive. We will board with only our love to carry us forward. But it will be more than enough. Cable ordered the destruction of Floretta's village yesterday. He will use the strongest of them for his vile experiments. I'm glad I was able to warn my beloved Floretta. She will be waiting for me at the docks in no late tomorrow. She was not there at the docks. She is nowhere, destroyed by Cable's brutal troops while trying to help her village make their escape. I should have known. She would never leave them to perish. All that is left for me now is the cold joy of revenge. I'm introducing Floretta's beautiful pagan
intrudes into the flower's mechanist ideologies. The malleable brains will soak it up. My worms are well hidden in the complex mentalism. I have devised for brainwashing or acolytes. Achso. Carol will not discover them until it is too late. Das ist interessant. Das ist ein richtig cool. Es ist erstmal eine tragische Geschichte. Wie gesagt, er hat sie verloren. Und als Rache programmiert er die Leute um. Also quasi, dass die unterschwellig Heidentum lernen. Und mehr nicht mehr Mechanisten werden. Deswegen sehen sie auch so komisch aus. Shield not mine. Eyes from the true light of the builder. Habe ich den Schlüssel hier liegen lassen? Da, ja. Ich könnte ihn da auch einsperren. Ist hier irgendwo ein Ring, Ring? Ring, Ring. Schade. Shit. Wenn jemand hier ist, wird er sich zeigen. Haben mich meine Sinne getäuscht? Spielten mir die Trommeln in den Ohren einen Streich? Da kommt er auch jetzt nicht hier rein, oder? Scheiße, der kommt hier rein. Deswegen sehen die jetzt so anders aus. Nicht, weil sie einfach neue Anhänger sind, die jetzt Carol folgen statt Karas. Nein, die werden auch so nach und nach verändern die sich. Okay, du hast nichts. Ach, eine Gasmine. Oh, der läuft da hin und her. Okay. Es ist in der Sackgasse da hinten. Still. Da war ein Geräusch. Ja, das war ich. Oh, die Arme. Also der Arme. Also das ist wirklich ein bisschen tragisch, weil der wollte das alles hinter sich lassen. Am Ende hat sein Anführer seine Geliebte getötet. Und das Dorf, wo er erst alle retten wollte. Sie hat... Oh Gott. Schaut mal los. Boop. Wie viele Leute sind hier? Das sind zwei. Ich dachte, das wäre nur einer hier oben. So, das war die Schlafkammer hier. Ich glaube, wir sind dann hier durch, oder? bist du bescheuert oder so? Oh Gott. Das war die Private Chamber, das war das. So, hier wollte ich nochmal reingehen. Das ist echt viel. Es passt auch zu Steve irgendwie. Okay, dann schnell jetzt. Wieder runter. Achso, er kann nämlich hier nicht runtergehen. Deswegen geht er immer hin und her. So. Puh. Überhaupt nicht laut. Ist auch noch eine Schlafkammer. So, wo ist der Weg nach unten? Da. So, die Erfindung war ja hier drüben irgendwo. Hier drüben. Nee, warte mal, hier. Okay, er sagte, ich muss das da reinmachen und danach einfach noch den Knopf drücken. So,
So, dann wollen wir mal. Also ein Bronzegier. Ja, wir haben das Silbergier. Ich werde euch zerquetschen. Das sieht nicht gut aus. Jetzt wollte ich es wissen. Welche Libelle stört die Ruhe? Kein Krach machen, kein Krach machen. Gab es nicht noch irgendwo ein Gear, wo ich ein Gear brauchte? Ach ja, in den einen Versteck. Die Frage ist, welchen nehme ich zuerst? Den kleinen Weg hier. Also ja, ist ja auch so eine Mentalist. Ne, warte mal, das ist hier der Ort. Gehen wir erst hier hin, würde ich sagen. Und danach nehmen wir den anderen Weg. Teilt sich jetzt ein bisschen auf. So. Ich mache hier übrigens mal ein Hardsafe wieder. Was mich ein bisschen stört, ist, es ist wirklich ein bisschen zu still, die Mission. Also an Atmosphäre. Aber wahrscheinlich haben sie das mit extra so gemacht, wegen, damit man nun die Musik hören kann. Oh, hier so sieht es sehr heidnisch aus. Das Spear of Destiny ist ja auch ein Heiden-Instrument. Eine Kamera? Hier oben! Wow, das Gebäude ist wirklich... Also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Von außen sah es wirklich nicht so riesig aus. Okay. Hier scheinen keine Wachen zu sein. Auf der hier dran lang gehen kann ich wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal. Oh doch, es funktioniert. Das ist eine Doppeltür. Ach, und das ist der Fahrstuhlbereich. Weg. Das ist. Also es gibt zwei Wege hier hoch. Okay, wir haben genug Wasserpfeile. Dann sollten wir sie auch benutzen. Oh. Das war verschwendet. Aber ich habe eine Wache gehört, aber das kann sein, dass das der unten war. Das ist das Penthouse. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind im Penthouse. Jetzt heißt es nur noch, den Spear of Destiny zu finden. Also wenn man noch nicht genug Loot gefunden hat, dann findet man das definitiv hier noch. Und immer aufpassen, Leute. Es kann passieren, dass durch Explosionen und sonst was oder durch Angriffe bestimmte Loot-Items sogar zerstört werden können. So, das muss Cavils Penthouse sein. Das andere waren ja nur seine Untertanen. I can tell you it's hard staying modest. For a guy so gifted as I, so charming, genius, and good looking. Oh yeah, it's no wonder why. Every time I look in the mirror, I see just a marvelous guy. Yes, it really is hard staying modest. For a guy so brilliant as I. Warte mal, wer hat denn noch mal die Mission gemacht? Oh, das war's schon. Ach, das geht ein bisschen länger. Memories. The time has come and is one door closed, another opens. Das ist einfach viel zu viel Text. Okay, was stand da drin?
Das hat sich erledigt. Wenn Ayo also complete, go to the old compound. Warte mal, wir kriegen den Destiny-Ding nicht? So, many will hold me, many are choosing as brave test subject for my MDE. Okay, Sally, one of the miss. She was never able to put my greatest ahead for her own petty concerns. Because of her, all seems lost. My beloved Deus Ex Machina, wounded and rusty away. The years following were a little note until the day I began my journey to the trail of the Spear of Destiny. This humble spear was reputed to invest its pressure with immense power. No, that's not that. Ah, der brauchte den Speer nur, um seine Maschine anzutreiben. Und das hat er anscheinend schon geschafft. Okay, also in den Old Compound müssen wir ihn stellen. Tja, jetzt habe ich aber immer noch das Labor nicht geöffnet. Oder kann ich das jetzt öffnen? Achso, da war ich ja schon drin. Das war jetzt sehr unspektakulär. Wir kommen hier hoch. Und am Ende war es egal. Ich mache hier mal ein Hard Save. Old Compound. Das Old Compound, das war... Das Old Compound war doch eigentlich ganz, ganz unten, oder? Oder muss ich... Oh nein, hier geht's ja gar nicht weiter. So, und wie gesagt, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie man in die... Warte mal, wir haben noch einen Key bekommen. Head Librarians Key. Vielleicht kann ich... Es war aber Labor, nicht Librarian, oder? Okay, wir gehen nochmal ganz runter, ich will es wissen. So, und hier war der Fahrstuhl. Mit denen können wir direkt ganz nach unten fahren. Oder meint er mit den Alt Compound das die Tempelanlage? Nee, warte mal. Nee, hier ging es zum Gefängnis. Das ist sie. Und sie geht hier lang. Start Nummer los. Boop. Wo bin ich denn hier? Meine Ohrtrommeln rosten wohl schon. Hey, was habe ich denn hier ausgeschaltet? Der Erbauer enthüllt alles, was zur Enthüllung bestimmt ist. Und wenn du einen...
Okay, hier ist es. Hier. Ach doch, Library. Ich dachte Library, Laboratory oder so. Okay. Aber dafür bin ich jetzt extra hier runtergegangen. Ein Buch. Flint's Secret Diary. Dear Diary. Ich hab da erst, ehrlich gesagt, gar keine Lust auf die Story. Also mittlerweile weiß ich ja, was hier abgeht. Jetzt zwei Kisten. PS, I love you how our secret music sips gently through the vaults into your library. Was? Language switch cheater? Was? Finds their secret temple. Warte mal, wo? The workers have finished our secret room and we can now dedicate it to Aiden and take our workshop there. The library switch we talked about has been rewired and is controlled by the secret switch hidden in your office. And the other switch we talked about, don't forget to leave a key to your office in my chamber. Ah, und deswegen. Okay. Wir sind eigentlich hier fertig, aber anscheinend gibt's hier noch mehr. So, und wir hatten doch noch was. Warte mal. In Library. Genau. Go to the library and connect switch this with this in Master Flint's office. Also so you're not sure is good in using the Trommet machine. Oh, das will ich gerne noch machen. Ich weiß aber nicht. Also hier ist ja auch ein Switch versteckt. Aber nicht hier. Warum sind hier extra Kisten? Noch mal extra Licht an. So, wo ist jetzt die Library? Die muss ja auch hier irgendwo sein. Da höre ich Musik. Hey, Schraube, bist du's? Bruder Enoch sagte, trinkt einen Tee. Okay, wie komme ich da hin? Das muss alles auf der Etage sein. Hier war's. Keine Berechtigung. Ah, das hier. Das muss der sein. Und ich muss wahrscheinlich die beiden Dinger kombinieren, damit das aufgeht. So, warte mal. Achso, das ist jetzt wieder diese Räumlichkeit. Alter, dieser Schalter hat doch auch was gemacht. Ich habe nicht bestimmt. Dieser Zwischenfall. Scheiße. Irgendwas hat der geöffnet, aber ich weiß nicht, was der öffnet. Ich habe gesehen.
etwas. Ich höre da die ganze Zeit immer Türen klacken. Keine Gefahr. So, das ist die jetzt von hinten. Das sieht doch aus wie eine Library hier. Switch genau hier. Meint er den hier? Ah. Was ist das denn? Ist das die Musik? Oh Gott, hier sterben meine Frames. Office of the Head Library in Magnus Compound. My secret friend in Aiton. Ja, haben wir das auch noch gefunden. Und hier kommt die Musik her. Okay, wieder Musik geklaut. Oh Gott, das laggt hier aber auch wirklich wie... Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, dann sind wir hier fertig. Jetzt haben wir hoffentlich alle Sachen gelöst. So, und jetzt müssen wir das Old Compound. Jetzt verstehe ich auch diese zwei Schalter. Aber was ist das? Wie kriegt man das auf? Ich bin noch nicht richtig zufrieden. Ich gucke mal, ob ich eine Möglichkeit finde, wie ich das hier öffnen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, ich habe es nicht herausgefunden. Und wir sind jetzt auf dem Weg wieder zurück. Weil ich noch das Compound finden muss. Ja, also ich habe selber nichts herausgefunden. Und im Forum ist ein dicker... Ist das jetzt zum Öffnen da? Das war doch das Compound. Ja, also waren ziemlich viele Threads waren da drüber. Also da könnte man sich jetzt noch durchforsten. Aber ich hatte keine Lust dazu. Ich wollte jetzt weiterspielen. So, Old Compound. Genau, das ist das Old Compound. Okay, wir sind hier fertig. So, Statistik. 15 von 17. Irgendwo war noch was zum Stehlen. Das würde auch erklären, warum so viel Loot noch übrig ist. Aber guck mal, wir haben schon wirklich 5766 von 6641. Das ist schon ziemlich viel. Wow, was für eine Mission. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das doch nochmal so eine Stufe höher geht. Also wenn man bedenkt, die alte Mission, die wir davor gespielt haben, das ist der Bibliothekar, die Mission war so von der Gestaltung her nicht so gut wie die hier, definitiv nicht. Und da merkt man, dass man von dem alten Konzept hier wirklich komplett in was Neues reingegangen sind. Selbst die Rätsel waren... Okay, die Rätsel waren in der vorigen Mission okay. Also sie waren jetzt nicht mega Mega-Mind-Ding, aber hat sich so mit der Architektur ist ein bisschen kollidiert. Und hier hat es irgendwie alles gut gepasst. Hier hattest du gar keine Rätsel. Und stattdessen war hier mehr so der Fokus auf Storytelling, wie gesagt, wollen wir diesen Spear of Destiny wollen wir halt immer noch finden, was am Ende dann wurde es ins Old Compound gebracht und da wahrscheinlich um die seine Supermaschine zu nähern und da wird uns das nächste Abenteuer auch hingehen, denn das war es noch nicht, die Mission ist noch nicht vorüber, es gibt noch eine Fortsetzung davon und wenn die gehört mit zu Spear of Destiny dazu, deswegen werde ich erst am Ende der nächsten Mission, das wäre das Old Compound, werde ich meine Bewertung dann auch zu dieser Mission dann geben. Insgesamt, weil man muss das immer zusammen betrachten. Einzeln kann man es natürlich auch bewerten, aber ich finde, wenn es eine komplette Geschichte ist, sollte man das zusammenfassen irgendwie. Weil hier ist auf jeden Fall sehr viel Humor gewesen und ich hoffe, das bleibt in der nächsten Mission auch so. Ja, egal, das war es, Spear of Destiny. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mission
von dieser Mission hier oder in einer anderen Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.